Das Level-Design, da kann ich echt nicht meckern. Aber ich habe so langsam den Überblick verloren. Was ist denn da jetzt aufgegangen? Ach! Na, guck mir mal einer an. Wir haben jetzt den letzten Schalter gefunden. Wir könnten theoretisch da jetzt hoch. Aber ich muss da unten noch durchlaufen, weil irgendwo muss doch ein Schlüssel sein. Wir haben... Wow, ist jetzt noch gar keinen gefunden. Hier müssen wir... Nee, warte, wo war denn das jetzt? Nee, das war nicht hier durch, oder? Hier. Hier muss das sein. Ja, hier ist es. So, wo komme ich denn jetzt hin? Ah ja. Los! Es geht doch. Aua! Der hat mir Schaden zugefügt. Wie? Das war's. Was? Das war's? Ernsthaft? Ich dachte, hier wäre was. Ich will mal eben... Ha! Habe ich schon alles gesehen? Tatsache. Ich habe die komplette Karte hier aufgedeckt. Aber ich habe keinen Schlüssel Ernsthaft? Wie zoome ich jetzt wieder ran mit X? Ich habe hier echt nichts weiter gefunden. Naja, gut. Lass uns hier mal rausgehen. Hier muss auch irgendwo der Speicherpunkt sein. Ich weiß nur leider nicht mehr. War der hier irgendwo? Egal. Wir machen das jetzt so. Ich gehe da jetzt hoch. So, Checkpoint. Aber wenn da jetzt ein Checkpoint ist, ist es doch kein Speicherpunkt, oder? Ach ja, natürlich. Lass uns doch noch in die Höhle des Löwen gehen, sozusagen. Oh, 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 oh. Wo muss ich lang? Ich weiß es nicht. Ist das hier der richtige Weg? Ich bin ja froh, überhaupt ein bisschen Munition zu haben. Ha! Habe ich jetzt mehrere erwischt? Ey, wie cool ist das denn? Die explodieren ja! Genau, ich muss ja gar nicht gegenschlagen oder so. Ist das cool oder ist das cool? Hier ist die Höhle eingestürzt. Okay. Also hier bei den Katakomben würde man ohne Karte echt den Überblick verlieren. Jetzt bin ich in eine Sackgasse gelaufen. Ah ja. Okay. Aber ich darf wieder mit dem Phaser rumschießen. Wo bin ich denn jetzt? Ach ja. Wow. Ja, ja, ja. Ist der denn jetzt weg vom Fenster? Nein, er lebt immer noch. Jetzt ist er weg. So. Hier gibt's Tech-Pfeile. Jetzt gehen wir aber ganz schnell weg. Wir kommen auch wieder zu dem anderen Levelbereich irgendwie. Das sieht mir so aus. Hä? Ist das jetzt gewollt, dass ich hier lang komme? Okay, da geht gerade die Tür auf. Hier ist ein Portal. Das sieht mir so aus, als ob das hier der Ausgang wäre. Das ist ein Speicherpunkt! Aber, ich bin ja ganz ehrlich, bevor ich das jetzt vergesse, ne? Beim nächsten Mal, gehe ich hier nochmal alles ab gerade. Oh Mist, Z war's. Ich habe nämlich eine Stelle nicht besucht. Und da könnte vielleicht der Schlüssel sein. Oh, jetzt verfolgen sie mich alle.
Okay, das hat schon mal funktioniert. Ich nehme mal die Pistole wieder. Es geht eigentlich, diese Viecher zu besiegen, ne? Aber wie viel das hier sind, das ist unglaublich. So. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt, hier nochmal lang zu gehen. Die Minigun. Warum benutze ich die eigentlich nie? Ja, natürlich, hier gibt es wieder nichts. Okay, dann können wir jetzt speichern. Und dann kann ich erstmal eine Aufnahmepause machen. Oh, haben wir heute wieder viel gesehen hier bei Turok. Ein Level haben wir komplett durchgespielt. Und das andere ist quasi noch in Bearbeitung, wie ich mal so schön sagen möchte. Daneben! Das fand ich jetzt gerade süß, wie er an uns vorbeigeschlagen hat. So! Da kommt es. Hallo, Speicherpunkt! Und ich drücke hier auf Sakata kommt. Und ja, ich möchte speichern. So, die Aufnahme ging jetzt 1,5 Stunden. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger aufnehmen. Aber da konnte ich ja nicht mit rechnen, dass hier gleich noch was passiert heute. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielen Dank für euer Interesse. Bis zur nächsten Folge, beziehungsweise bis zur nächsten Aufnahme. Ciao, bye bye und tschüss. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Turok 1 Dinosaur Hunters. Liebe Freunde, da sind wir wieder zurück bei diesem schmucken Spiel. Und wir haben ja hier gestern an dieser Stelle aufgehört. Und, also ich habe gestern an dieser Stelle aufgehört. Ich kann es einfach im Moment nicht lassen, dieses Spiel anzurühren, weil ich finde es einfach so, so super. Was zum alles in der Welt? Hallo? Was machst du denn hier draußen? Wir müssten, wenn ich das noch alles richtig in Erinnerung habe, müssten wir eigentlich alles soweit hier gefunden haben. Und wir müssen jetzt durch dieses Portal. Und wir begrüßen die Riesenlibellen! Aua! Boah, ey. Greift mich doch nicht an. Was ist denn da? Okay. Ein Angst haben. Und hier ist es zugeschüttet. Ich denke mal, hier wären wir vielleicht rausgekommen. Wenn man das jetzt mal so sieht, weil es gab ja eine verschüttete Stelle. Und da wären wir vielleicht rausgekommen. So stelle ich mir das jetzt vor. Ups. Boah. Halten ja doch schon ein bisschen aus. Hier kriegen wir wieder ein bisschen Leben. Oh. Mann, Mann, Mann. Wir haben Reflexe. Und ich höre hier schon wieder so irgendwo. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach so. Okay, die Gatling ist wirklich nicht schlecht. Hä? Kann das sein, dass da normalerweise diese Sägeblätter wären? Ist gut möglich. Weil irgendwie sind ja die ganzen Level miteinander verknüpft. Oder ich muss da rein? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier durch. Um hier einfach mal den Checkpoint zu speichern. Wir gehen... Bams! Oh! Da geht's ganz tief runter. Aber was ist das da für eine... Wenn es da ein Ultraleben gibt... Wie komme ich da wieder weg? Achso, da kann man wieder hochklettern. Es macht aber keinen Sinn, dass ich da runtergehe. Nehmen wir mal hier die Energiezelle, dann haben wir auch wieder ein bisschen Munition. Wow, ich habe Scharfschützen-Skills. Hier ist auch irgendwo so ein Fliegevieh. Man sollte auch treffen. Und da im Wasser ist irgendwo wer. Ah, da. Ist da noch wer? Da ist einer, der da schwimmt. Hier gibt es ein paar Leben. Okay, 2 Schläge brauchen die. Das geht ja noch. Den haben wir erwischt. Hier unten geht es anscheinend rein. Könnte ich mir vorstellen. Ah, und da auch. Vielleicht muss ich ja hier wieder zurücklaufen. Oder ich muss tatsächlich erstmal irgendwie...
da hoch. Wir sammeln natürlich auch alle Triforces auf. Ach, hier ist ein Schlüssel. Super, Level 6. Wie viel haben wir denn hier eigentlich schon gefunden? Ich weiß das nicht mehr. Einen haben wir jetzt erstmal. Okay, der erste Schlüssel. Sehr gut, ich habe das gar nicht von da gesehen, dass da ein Schlüssel drauf war. Na gut, also sind sie wahrscheinlich alle draußen zu finden. Was macht dieser Knopf? Wow. Hua! Alter, erschreck mich nicht so. Was ist denn hier jetzt alles aufgegangen? Hier gibt es ein volles Leben. Das brauche ich aber nicht. Und hier würde es weitergehen. Oder wie sieht's aus? Das sieht mir eigentlich nur so aus wie optional. Mal gucken, wo ich hier hinkomme. Ach was! Ach was! Jetzt sind wir wieder hier und diesmal ist hier Wasser. Das ist ja mal nicht schlecht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da rauskommen. Aber jetzt wissen wir, dass es hier auf jeden Fall einen Weg gibt. Da will ich jetzt aber trotzdem nicht lang. Weil da waren wir ja schon... Oh je. Ich komme hier nicht mehr raus, oder? Ich muss hier aber rauskommen. Weil ich möchte nämlich da oben noch gucken. Das wäre jetzt echt ein bisschen blöd. Okay, ich kann hier einmal drauf und da wieder hoch. Sehr gut. Okay, dann gucken wir nämlich erstmal hier oben, was es hier oben gibt. Hauptsächlich die Munition. Ich muss da sogar lang. Mensch. Balabum. Und hier komme ich, glaube ich, auch nicht weiter, ne? Hm. Ist jetzt die Frage, wie wir da reingehen sollen. Weil ich glaube, so ist es richtig. Weil hier oben waren wir nämlich noch nicht. Ich habe da gerade was gesehen. Na los. Was macht der da? Hä? Heilt der sich? Wo ist er hin? Ach, der beamt sich. Na los. Upsala. Er lebt immer noch. Boah, wie viel Schuss der einfach ausgehalten hat. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Sehr gut. Für Level 8 ist das. Hey! Yippie! Noch ein Sonnenteil. Die müssen wir alle finden. Oh Mann. Und jetzt? Oh Gott, da geht's runter. Da möchte ich nicht runterfallen. Hier gibt's auf jeden Fall wieder ein Gatling-Gewehr. Ich habe 500 Schuss. Das bringt mir mal überhaupt nichts. Wir gehen mal kurz sammeln und zwar leben. Und da hinten gehen wir mal raus. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Hier müssen ja noch irgendwo, hier muss ja noch irgendwo der eine Schlüssel sein. Und vor allem muss noch das Chronozepter irgendwo sein. Boah, war das knapp. Okay. Ho! Ist da einfach mal ein Portal. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Okay. Hilfe! Da gibt's ein Ultraleben. Okay, das bringt nicht so viel. Man kann 250 Leben Maximum haben. Wo komme ich hier hin? Wir müssen auch noch mal zur anderen Seite raus. Okay, hier scheint es irgendwie weiterzugehen. Hallo? Hier war ich auch schon, oder? Ja, natürlich war ich hier auch schon mal. Der Gang in der Mitte war aber nicht offen, oder?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss auf jeden Fall nochmal da hoch. Aber jetzt ist hier diese Tür offen. Ich habe mich ja schon gewundert, was das da für ein komischer Dynamo ist. Jetzt weiß ich's. So. Boah, durch zwei Scheren durch quasi. So, jetzt gehen wir hier nochmal lang und dann gehen wir auf die andere Seite und gucken da mal, was da noch gibt. Weil da muss es ja auch irgendwas geben. Ich weiß nur noch nicht im Moment was. Das ist das Problem. Was gibt's denn hier? Ah, Gegner. Oh mein Gott. Ich schieße den erstmal vor die Füße. Sozusagen Warnschüsse, die ich abgegeben habe. Gute Nacht, liebe Leute. Haben wir hier noch welche? Ach, gucke mal an, jetzt sind wir hier. Und ich hab mich... Was? Hä? Wo ist der hin? Ah, hier. So. Wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich gar nicht. Ha! Volle Kanne hat mich gerade das Ding erwischt. Das macht aber nichts. Da muss ich nicht hin. Ha! Da gibt's eine Tech-Rüstung. Die muss ich holen. Da gibt's einen Schalter. Reicht der Schuss aus? Ich weiß es nicht. Ui! Das verbrät aber echt viel. Aber dafür hat's einen coolen Effekt, wie die explodieren. Ah, Mist. Das hat gerade 5 abgezogen. Das ist schon nicht schlecht. Ich nehme mal lieber die normale Schrotflinte. So. Ah, Mist. So, was ging jetzt auf? Irgendwas ging gerade auf. Zur Not der. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Komm her. So, den haben wir auch. Mist! Was war das denn? Tödliche Wunde? Hä? War das jetzt was Gutes, was ich da eingesammelt habe, oder was Schlechtes? Warum kann man denn eine Wunde aufsammeln? Okay. Will noch jemand? Anscheinend nicht. Hier gibt es ein paar Leben. Die sind echt gut versteckt. Ich kann noch nicht mehr einsammeln. Hier gibt es Munition. Okay, da gehe ich noch nicht gleich rein. Ich gucke mich erstmal um. Was ist hier? Ah! Moment mal. Na wunderbar. Das ist ja hier alles verkettet. Finde ich irgendwie voll gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das alles irgendwie miteinander verzweigt ist. Hier gibt's gar nichts. Ich glaube, ich gehe den anderen Weg. Ja, da hinten müsste ich ja so oder so hinkommen. Aber sonst gibt's hier nichts mehr, oder? Außer eine Granate. Moment. Da bin ich hergekommen, ne? Ja, von da bin ich hergekommen. Das heißt, wir müssen jetzt also hier hoch. Und am besten hier auf der... Hoppala. Am besten hier auf der linken Seite... Mist, ich bin richtig gut in diesem Spiel. Was? Okay. Was kann ich wirklich hier oben machen? Also ich muss tatsächlich nach da hinten weitergehen. Diese Waffe da brauche ich nicht. Es muss eigentlich so sein, dass ich hier an dem Schlüssel vorbei muss und dann muss ich da hinten durch. Wir hatten da ja einen Checkpoint gefunden. Und ich gehe mal von aus, da geht das ganze Level weiter. Also müssen wir tatsächlich nach hier hinten. Wieder durch die Messer... Moment. Das ist doch falsch, oder? Ja, natürlich ist es falsch. Hier bin ich ja... Aber hier ist ein Checkpoint. Warum? Wo muss ich denn jetzt hin?
Also, irgendwas sagt mir, dass ich hier wieder rein muss. Vielleicht da lang? Da war ich auch schon. Mir fehlt doch noch ein Schlüssel, ne? Und mir fehlt das Chronozepter noch. Heißt das etwa, das wäre das Level schon längst gewesen? Wow. Das war aber dann echt ein kurzes Vergnügen. Hier drinne. Nur die Frage ist, wo finde ich die restlichen Schlüssel? Und das Chronozepter, wohlbemerkt. Kann ich da irgendwie runtertauchen? Tatsache, ich kann hier runter. Ich hätte jetzt vieles erwartet, aber das nicht. Weil es schon etwas Tradition, dass ich niesen muss. Hä? Warum ist hier ein Speicherpunkt? Und da ein Portal? Ich speichere. Wir gehen da jetzt mal durch. Oh nein. Es ist tatsächlich ein Endkampf. Also hier kriegen wir mindestens einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir hier das Chronozepter kriegen. Wir müssen es gucken. Sonst müssen wir nochmal reingehen. Was ist das? Hä? Wow! Oh mein Wahnsinn! Ein Insekt! Oh Mann, der hält ja richtig was aus. Wow. Ja, mach das Level ein bisschen kaputt. Ich meine, das hast du verdient, irgendwas kaputt zu machen. Da, Munition. Alter, ich habe ja jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht mit dem Bosskampf. Da bin ich ganz ehrlich. Ich nehme mal schnell hier Muni. Warum bebt denn das hier so komisch? Ist das so gewollt? Lade, 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 lade. Okay, das bringt nicht so viel. Vielleicht Granaten? Wo ist es? Ja, Granaten bringen ein bisschen was. Da, schnell Energiezelle. Uah! Ich muss hier ein bisschen ausweichen. Ich brauche Munition. Hier, Gatling. Okay, Gatling bringt nicht so viel. Was ist das denn? Okay, da ist irgendein Gang. Wir nehmen mal hier die Schachtel von den Explosivmunition. Los, los, hopp, hopp. Okay, er wird aggressiv. Er wird richtig aggressiv. Wuhu. Da gibt's wieder Gatling-Munition. Alter, was war das denn? Dieser Boss hat es ein bisschen in sich, aber nur ein bisschen. Da gibt es eine neue Munition. Ich bräuchte Explosive. Wow, jetzt laufe ich auch noch in die Falle. Los, geh weg. Ich habe nur noch 16 Schuss. Voll gut. Nehmen wir mal das. Wow. Jetzt hat er auch noch explosive Spucke oder was? Ach, ich fliege immer ein bisschen hoch, wenn er springt. Hier, explosive Muni. Schnell einsetzen. Wo ist es? Boah, ist der schnell geworden. Los. Kratz ab. Kratz ab. Boah, jei. Na los. Letzter Schuss. Nein, nur nicht letzter Schuss. Wo ist er? Ja! Oh mein Gott! Es ist tot. Huh! Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden, aber trotzdem nicht das Chronozepter.
Ich sammle jetzt erstmal wieder so viel Munition auf, wie es nur geht. Das ist ja das Schöne hier an diesen Bossräumen, dass man immer Munition kriegt. Mist, Minigun ist jetzt ein bisschen geleert, macht aber nichts. Weil da ist nämlich schon neue Munition gespawnt. So, da ist Explosivmuni. Oder? Ja. Yep. Da gibt es Pistolenmunition. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. Aber ich finde, das muss man auch machen. Jetzt weiß ich auch, was da reingefahren ist. Das war der Schlüssel. Aber trotzdem fehlt uns immer noch einer. Dann. Wer weiß, wo der versteckt ist. Ne, Moment, wir haben ja den Schlüssel schon, aber uns fehlt das Chronozepter noch. Das müssen wir echt noch finden. Wer weiß, wo das versteckt ist. Hier jedenfalls nicht. So, da gibt es ein paar Tech-Pfeile. Da gibt es noch ein paar Tech-Pfeile. Ich glaube aber, ich kann keine mehr einsammeln. Dann schieße ich einmal. Ey, da sollen keine Tech-Pfeile spawnen. Hier müsste jetzt eigentlich... Spawnt hier nichts mehr? Ah, ich bin voll, ne? Ne, ich bin noch lange nicht voll. Ach, das ist ja doof. Das geht nicht unendlich lang? Na gut. Dann sammeln wir halt jetzt erstmal Schlüssel Nummer 8 ein.